Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von World of Big 6. In der letzten Folge, wo wir hier auf der Insel waren, haben wir schon angefangen, diese ganzen Pilze hier custom zu bauen. Jetzt möchte ich eben mit einem anderen Bauelement anfangen hier. Nämlich habe ich dafür einmal die Amethyst-Shards hier abgebaut mit Behutsamkeit und eben die lilanen Frogleys aus der Froglight-Farm geholt, weil ich damit probieren möchte, so ein natürliches, ja, Lichtelement einzubauen, das ungefähr so aussehen soll und eben so Art Sporen darstellen sollen, weil die Rocklights geben Licht ab, die Amethyst-Dinger geben Licht ab. Und das könnte schon ganz geil sein, wenn man das so ein bisschen in der Welt noch so verteilt. Und es tut halt auch ein bisschen ausleuchten, natürlich. Wenn man das jetzt zum Beispiel hier in den Lücken so ein bisschen von den Pilzen mit reinmacht, könnte das schon noch ein bisschen Elemente sein, die ganz geil das ganze Ding abrunden, ne? Und natürlich auch in der ganzen Welt dann eben ein bisschen verteilt sein. Ja, ich glaube, es kann schon vieles, vieles wegmachen, so. Vor allem, es macht ja auch irgendwie so ein bisschen logisch Sinn, so Pilzbiom, dass es eben so Sporen gibt, macht, wie gesagt, eben schon sehr, sehr viel mit. Ich muss mal schauen, wie arg ich die jetzt verteilen tue, weil die nicht so nah nebeneinander darstellen sollen. Und so viele werden auch ein bisschen blöd. Werde ich auf jeden Fall ein bisschen verteilen. Ansonsten wird, glaube ich, einer der nächsten Punkte wirklich sein, das Ding hier mal umzuwandeln. Eben mit der obersten Schicht hier Amethysten. Muss dann schauen, wie ich das so nach unten setze, so ein wenig. Hier, denke ich, wird das komplett aus Amethyst-Böcken eben sein. Habe ich jetzt zum Beispiel die Innenkontur dieses Wandding, sollen wieder Endstones sein, weil dieser Stein ist ja von der Insel, soll auch hier wieder dargestellt werden, ne? Das wird interessant zu bauen. Ich hoffe, das wird am Ende irgendwie Sinn machen und so, dass die Übergänge gut hinbekommen. Das wird auf jeden Fall ein riesen, riesen Act. Okay Leute, ich habe mal so ein bisschen die oberste Schicht gemacht, ist auch so ein bisschen nach unten gemacht, so ähnlich wie ich es bei der Insel damals gemacht habe, so eine Art Übergang, das eben mal hoch und mal runter geht, das finde ich eigentlich eine ganz nice Sache. Dann kommt eben der Bereich so ein wenig, der jetzt Endstone wird, weil ich da auch an der einen oder anderen Stelle schauen muss, wie ich das genau mache, weil hier zum Beispiel ist das hier komplett der Übergang, da muss ich noch irgendwie eine Lösung finden, dass es so ein bisschen abgehackt ist, weil sonst der Übergang scheiße ist. Wahrscheinlich, wenn ich hier nochmal einen Dirtblock mache, beziehungsweise der dann eben Amethyst wird und der Teil dann wiederum Endstone. Also da muss doch die eine oder andere Schraube gezogen werden, ne? Okay Leute, der ganze Hügel ist fast komplett fertig. Und ich muss sagen, auf der einen Seite, es hat irgendwas. Es ist ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf der anderen Seite muss ich mir ganz ehrlich sagen, es beißt sich irgendwie noch ein wenig. Es könnte ein bisschen daran liegen, dass quasi diese reine Fläche an Endstone vielleicht einfach zu klein ist. Gerade solche Steine sehen da für mich schon fast am schlimmsten aus, wo wirklich so fast ein Block nur dazwischen ist. Aber das konnte ich irgendwie fast gar nicht anders machen. Allen, ja, kann es glaube ich trotzdem so ganz gut stehen lassen, ne? Das ist halt so ein kleines Bergelement. Ich glaube, das kann man so anders nicht wirklich machen, ne? Aber solche Stellen hier, ja, das gefällt mir auch noch nicht so ganz.
Aber vielleicht liegt auch einfach gerade daran, dass quasi die restliche Fläche noch nicht umgewandelt ist. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal. What the hell? Warum spawnst du in meinem Gesicht? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich werde mal diese Fläche mal umwandeln komplett und mal schauen, wie es dann aussieht. Aber ich meine, es ist ja der Plan, alles mit Amethystblöcken irgendwann zu füllen. Also, das wird so aussehen nach dem Motto. Ja, trotzdem. Ändere ich da auch irgendwie noch hier was am Übergang? Keine Ahnung. Vielleicht so. Ich will es jetzt auch nicht irgendwie jetzt auf gut Glück abändern. Ich denke, es wird schon irgendwie so passen. Da muss man natürlich auch noch diesen Aufgang hier machen. Da habe ich mir auch einen ganz besonderen Block vorgestellt. Vor allem, ich habe ja hier selbst verwendet. Das hat ja auch irgendwie einen Grund. Was für Steps gibt's so, wo in die Farbe von Amethysten gehen? Eigentlich Purpur. Diese aus dem End eben. Die werde ich ebenfalls nochmal ranholen. Und dann kann man hier noch diesen Aufgang vielleicht bauen. Okay, ich habe die Purpurblöcke mal geholt und habe ein bisschen rumgetestet. Und ich muss sagen, also Purpurblöcke habe ich schon im Vorfeld viel, viel getestet, ob ich das irgendwie mit Amethysten auch in Gebäuden oder so kombinieren kann. Es beißt sich doch, obwohl es beides lila ist oder weiß in die Richtung geht, sind es doch zwei Töne, die extrem aneinander vorbeigehen, ne? Aber ich muss gerade sagen, ich hatte eigentlich vor, hier quasi dann immer die Steps nur Purpur zu machen und dann hier Amethysten, ne? Das ist genau das Problem, es beißt sich halt so arg, aber ich dachte halt, ja, das ansonsten ein bisschen blöd aussieht, aber ich finde dieses reine Purpur passt schon wirklich am besten, ne? Keine Ahnung, vielleicht mache ich auch irgendwann mal Wege hier rein in das ganze Ding und die mache ich dann nur aus Purpurblöcke. Wenn Zukunftsgedanken, weil es hebt sich ja doch irgendwie ab und das kann ich ja dann auch wiederum nutzen. Ne? Aber ich glaube, ich mache das tatsächlich hier rein Purpur. Das wird schon wirklich am besten aussehen. Mit den Amethystblöcken, ich fand das echt hässlich. Bzw. nicht so unpassend, weil an den Seiten schon so viel Amethysten ist. Generell, es wird ja so viel Amethyst hier am Ende sein. Also, das wird auf jeden Fall noch ein Thema. Ich ändere das auf jeden Fall jetzt mal kurz ab. Okay, ich glaube, so lasse ich tatsächlich. Ja, ich finde doch, es tut sich gut einfügen. Sehr, sehr geil einfügen, bin ich ganz ehrlich. Also, falls ich wirklich in der Zukunft Art Wege mache, dann werden die auf jeden Fall aus Purpurblöcke sein. Das ist natürlich geil. Also, das, was ich meine, dass es sich so ein bisschen schlecht vermischt, so, hat man eben gerade eben schon ein bisschen gesehen, wenn ich hier. Aber als ich es am Anfang so ein bisschen getestet habe, habe ich halt auch gedacht, ob ich Amethysten und dann Purpurblöcke so random machen soll, quasi. Aber da merkt man schon jetzt hier gerade, dass das übelst sich beißt und gar nicht gut aussieht. So ähnlich wollte ich es ja halt machen. So dachte ich wie letztes Jahr mit den Kupfer- und Prismarinblöcken. Nee, ich habe mir dann doch am Ende entschieden, wirklich reines hier Amethystblöcke zu verwenden. Ne? Hoffe, das wird am Ende gut aussehen und dass man nicht irgendwie. Keine Ahnung, Augenkrebs und diesen Amethystblöcken bekommt. Ich bin trotzdem noch ein sehr geiler Block und ich bin auch nicht so abgeturnt davon, obwohl ich schon sehr viel damit gebaut habe. Jetzt geht es eben darum, die Fläche hier wirklich mal umzuwandeln. Okay, die Fläche ist umgewandelt und ich finde, dadurch ergibt sich doch ein viel, viel besseres Bild von dieser Erhöhung eben. Man sieht schon, ich habe hier an der einen oder anderen Stelle schon was eingezeichnet. Jetzt soll natürlich auch auf der Fläche der ein oder andere Pilz noch gebaut werden. Aber eben um einiges weniger als auf der Außenkante, weil ich hier auch an der einen oder anderen Stelle echt gar keinen Platz habe. Hier zum Beispiel doch ein bisschen mehr. Aber hier ist halt wirklich so kaum Platz, um irgendwas hinzubauen.